solltet ihr eure Meinung ändern. Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben noch diese Endmission hier. 9 von 9 Lieutenants. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Also wir haben in den letzten beiden Folgen 9 seiner Gefolgsleute getötet. Solltet eure Häuser reinigen, euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Oh. Nein! Oh. Okay. Finger in der Lotze, Ezio. Er kann nicht weit sein. Das war einfacher, als ich dachte. Da kommt einer angerannt und klaut den. Den Edenapf, alle Macht dem Folge. Oh, das ist ja wieder so ein Verfolgungsscheiß. Aber wieso kann ich den denn nicht? Warum kann ich denn kein Attentat auf den machen? Jetzt geht's. Wir wollten ein Luftattentat auf ihn machen. Okay, jetzt muss ich ja wieder entkommen, oder was? Bewegung! Weg da, oder? Gerade warum ich keine Luft antat. Ich wollte eigentlich von oben auf ihn runterspringen. Okay, jetzt haben wir den Edenapfel. Yay! Ich glaube, wir hatten den ja auch schon ein paar Mal. Wo müssen wir denn jetzt. Ach Mann. Wo müssen wir denn jetzt hin? Du. Ja, ich gehe ja schon. Der Glückstag heute. Dass ich gerade keine Lust habe. Dio del cielo, er ist wahnsinnig. Ja, ein bisschen. Sind wir das nicht alle? Ich hatte jetzt schon wieder eigentlich gedacht. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir den schon wieder jagen müssen, irgendwas, also diesen Priester. Aber naja. Denken ist ja manchmal nicht so meine Stärke, das haben wir ja schon mal festgestellt. Es war bestimmt, also wenn ihr die Folge jetzt natürlich schon seht, dann ist es schon. Alter, erledigt, aber es war bestimmt ein Spaß, die letzten beiden Folgen zu schnippeln, weil ich habe ja nicht alle Versuche auf, also ich wollte ja ein paar Versuche rausschnippeln, die ich da gemacht habe. War bestimmt lustig, das zu schneiden. Muss schneller sein, zurück du. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Hier. Das sagen die im Krankenhaus auch immer, wenn man Patienten hinbringt. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Die Bürger von Pisa haben mal wieder in einer Massenkundgebung eine Botschaft der Verachtung nach Florenz entsandt. Gott ist Zeuge dieses Sakrilegs, dass ihr seine Propheten auf diese Art handelt. Frevler, Ketzer! Dafür werdet ihr brennen! Ich glaube, du wirst brennen. Ich glaube, du wirst brennen, mein Freund.
Weil wenn du der Prophet bist, dann rettet dich der Gott jetzt vielleicht. Niemand verdient es, in solchem Schmerz zu sterben. Das hat wehgetan. Du bist es. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte, sei gnädig. So sei es. Geht nun, damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! So wie der brennt! Vor 22 Jahren stand ich, wo krass, ich heute 22 stehe, Jahre schon wieder, ja. Und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen, was immer wir für wahr halten. Das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Was für eine Ansprache. Ja, immer noch Gänsehaut. Ach krass, 22 Jahre. Also ich empfinde das bis jetzt immer noch nicht das als bestes Assassin's Creed. Das soll ja das beste Assassin's Creed sein. Sequenz 13 beendet. Also das empfinde ich nicht so. Die Story haut mich nicht vor. Es ist natürlich, Gameplay kann ich jetzt nicht sagen, weil damals war das ein bisschen anders mit der Konsole, mit Controller, bla bla bla. Bisschen easier zu spielen. Mir fehlen tatsächlich nur noch 9 Codex sein, okay. Denke mal, jetzt wird es, also klar, Sequenz 13 beendet. Ich weiß, dass es 14 Sequenzen gibt. Ich glaube mal, die letzten Missionen werden jetzt von diesem... Also werden jetzt eher, guck mal, sind alle tot. Borgia. Werden wir ihn jetzt jagen. Wird wahrscheinlich nochmal knackig werden. Ich will das heute auch fertig machen. Also. Kommt her, Leute. Nächstes Mal finden wir etwas, das euch gefällt. Ja, ich will nur kurz gucken, ob es also irgendwelche relevanten Updates gibt. Nein. Ihr scheint euren Geschmack beibehalten zu wollen. Ja, warte mal. Guck mal, ob er. Was Neues färben können. Toskana. Kupferfarben gefällt mir. Ich habe bald mehr im Angebot. Macht euch nicht rar. Wie gesagt, man könnte jetzt noch weitermachen und die ganzen Assassin-Gräber machen und so, aber da habe ich gerade ganz wenig Lust zu. Altairs Schwert. Okay, da habe ich Lust zu. Äh,
Ich zähle einfach nochmal. Deswegen, ich wollte einfach nur die Hauptmission durchspielen. Das werde ich auch bis Black Flag so weitermachen, auch im Black Flag und erst ab Syndicate und so werden wir. Salute, Claudia. Da ein bisschen mehr machen. Sehen? Bis bald, Ezio. Danke dir. Ich glaube, in Syndicate musste man oder konnte man Leonardo. Dieses Kaffee. Ezio. Es ist gut, dich ausbauen. Zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. 4 Codex seien entschlüsselt. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Yay. Ist natürlich das die Frage, wir uns es fehlen noch 9. Hier fehlen uns keine. Toskana, da war ich noch nicht. Florenz, nee, da kann ich mich nicht reinbewegen. Was geht hier vor? Ein Fehler im Datenstrom. Nein, streich das. Hier steht nicht komplett. Es sind die Codex-Seiten. Sieht aus, als hätte Ezio sie alle gehabt, als diese Erinnerung passierte. Okay. Klasse. Und wie soll ich die bitte finden? Wir müssen alle Codex-Seiten finden. Warte. Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Okay, alle Fälle sind nun auf den Karten der Welt sichtbar. Wenn sie alle eingesammelt sind, wird die nächste Erinnerung freigeschaltet. Okay, also wir müssen tatsächlich... Habe ich fast schon irgendwie vermutet, dass wir alle Codex-Seiten sammeln müssen. 9 Stück brauchen wir. Na komm, dann machen wir das noch schnell. Das habe ich tatsächlich aber schon irgendwie vermutet. So. Gehen wir erstmal nach Venedig und gucken, was da so noch ist. Also 9 Stück ist ja nicht viel. Wird die Folge jetzt wenigstens auch nicht nur 12 Minuten lang oder 10 Minuten lang oder so. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß noch nicht mehr, wie die aussahen. Ich glaube, das sind die Codex-Seiten, ja, hier. Das hier. Ja. Warte mal, da kann ich doch bestimmt auch. Nee, kann ich nicht. Tüptüptüm. Die waren ja relativ einfach zu beschaffen, Gott sei Dank. Was ist denn da noch für ein Missionszeichen? Achso, okay. Das heißt noch, dass wir zurückreisen sollen. Wie gesagt, ich denke, bis Black Flag werden wir straight nur der Hauptkampagne folgen. Bei Black Flag bin ich ja auch so. Black Flag mache ich das ja auch im Moment nur. Und dann so ab Syndicate werden wir dann gucken, dass wir da ein bisschen mehr machen. Oder wahrscheinlich muss ich mal gucken, wie es von der Zeit her passt. Ist natürlich sehr aufwendig, das Projekt. Massiv.
Und wenn alles klappt, werde ich ab 1. Juni wieder arbeiten, also in 11 Tagen. Nun gut. Abgemacht. Lasst es sie spüren. Na komm, ihr habt mal ein bisschen Spaß. Töten werde ich euch aber nicht. Gucken wir gleich mal noch, wo die nächste ist. Ne, das ist keine. Ist hier noch irgendwo eine? Ich sehe hier keine mehr. Doch, da oben ist noch eine. Und da ist auch noch einer. Oh Mann, hast du das Dekolleté gesehen? Jetzt war mir aber irgendwie schon klar, dass wir alle alle finden müssen. Das hab ich. Okay, dann zur nächsten. Welche ist denn markiert? Gucken wir mal, ob hier noch in der Nähe irgendwo eine ist. Nee, dann nehmen wir, wie gesagt, die mit. Zeiten einstellen. Ich denke mal, dass in Florenz noch drei sein werden. Mittels. Das könnte Spaß machen. Ja, glaube ich auch. Kommt. Muss schneller sein. Zurück, du Hund. A quanto si bella. Also, sie machen ihre Arbeit nicht sehr gut, die Jungs. Ich meine, ich würde mich auch ablenken lassen, wahrscheinlich. Okay, zwei. Ich guck nochmal, ob hier irgendwo. Ich habe es ein bisschen befürchtet, dass. Nee, das ist keine. Ich will ein bisschen gewissenhafter sein. Da ist die letzte. Also, ich sehe sonst jetzt hier keine tatsächlich. Musik wird gerade richtig gut. Ich bin ja so ein absoluter Musikfetischist, also ein Spiel, was beschissene Musik hat, forget it. Die Musik ist gerade richtig gut. Wow. Also ich kann ja mal ein bisschen schneller rennen. Vergesst das immer. Bedenkt, dass die umstrittenen Ländereien im Süden von allem gewerblichen Handel ausgeschlossen werden. Bis uns der Heilige Vater andere Weisung schickt. Okay. Er will kein Geld. Er will kein Geld. So, da sind auch wieder Mädels zum Anheuern. Wo ist es denn? Was will er denn? Für euch. Gleich mal gucken, was. Mal gleich gucken, was er will. So, 24, noch 6 Stück. Was kostet eine ganz schnelle Nummer?
Dieb! Fass den Bastard! Ach nee. Nein, ablehnen. Ich hab keinen Bock zu sowas. Das kann Assassin's Creed richtig gut. Das konnten die in Syndicate, in Unity war das noch schlimmer. Also das war ja wirklich richtig schlimm damals. So, okay, wir gucken jetzt noch mal, ob man irgendwo was sieht. Wahrscheinlich habe ich irgendwo eins übersehen. Attentats. Nee, also ich sehe jetzt hier keins mehr. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt mittlerweile auch schon fast 2:30. Also ich bin schon eine Weile am Start. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir nach Florenz. Gucken mal, ob da noch was ist. Also 6 Stück fehlen mir noch. Kann ich die denn nicht bezahlen? An alle Bürger der erlaubtesten Republik. Als Folge der gestiegenen Anzahl von Zusammenstößen und Todesfällen im Kanal. Ah, beeindruckend. Wenn auch gewagt. Exzessives Trinken und Ruder. Noch so ein Kasper. Idioter. Muss ehrlich schon sagen, Venedig wäre schon noch gerne eine Stadt, wo ich gerne mal hin möchte. Okay, Florenz. Wir sind jetzt in Venedig, wir müssen nach Florenz. Wir gehen mal schön in die Mitte. Wird wahrscheinlich eh wieder falsch sein. Okay. Guck mal, da ist eine. Ist das eine? Nee. Da ist eine. 2, 3 Stück haben wir hier. Okay. 3 Stück haben wir hier. Ich dachte schon, die Folge geht nur 10 Minuten. Hört auf! Felice Notte. Zeig etwas Respekt. Die Waffe hat wenig Geduld. Nö. Wie sie sich synchron hingesetzt haben. Nein, zurück, Wache! Da wird einer ausgeraubt und 5 Meter davon daneben geht eine Wache lang und kümmert sich nicht drum. Herzlich willkommen. Läuft. Oh Gott, wo ist denn das? Ist außerhalb oder was? Alter, ich laufe ja in die falsche Richtung. Bin ich bescheuert? Ich bin gerade Richtung Ausrufezeichen gelaufen. Mann, warum sagt mir das denn keiner? War auch wieder mein richtiger
Heller Moment des Tages. Ich bin erstmal ewig weit in die falsche Richtung gelaufen. Warum rennt er denn nicht mehr? Bin ich tatsächlich immer gerade, weil der so geblinkt hat. Das hat mich so angezogen. Das Aufrufzeichen. Das hat mich so magisch angezogen. Alter, da war doch gerade auch eins. Bin doch gerade direkt an einem vorbeigelaufen, oder? Ja, warum nehmen wir nicht erstmal das mit? Sind sogar vier Stück hier. Kommt, Freunde! Was auch immer! Noch wieder ein paar Ladies anheuern. Ob es welche gibt. Scheint es keine zu geben. Bitte verschont mich, ich bin unschuldig. Ihr wollt einen Kampf, ihr habt ihn. Wir alle heißen eure Tapferkeit willkommen, aber wir müssen. Auf diese Art Hilfe verzichten wir, Kanalia. Finishila, mach, dass du wegkommst. Okay, die habe ich nämlich gar nicht gesehen gehabt eben, aber komm. Scheiße. Ja, dann holen wir nochmal die. Und dann die zwei. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier auch keine. Also sind hier noch drei. Wo sind die Wachen? Also zwei Stück müssen dann irgendwo sein. Wenn man nicht so dumm ist und erstmal eine halbe Stunde in die falsche Richtung läuft, sollte das auch zu schaffen sein. Aber hier sind ja überhaupt keine Mädels und hier ist überhaupt nichts zum Anheuern. Seht ihr das? Das fällt mir gerade mal so auf. Ah, okay, da ist es. Echt keine Mädels zum Anheuern. Das ist nervig. Okay, dann gucken wir mal nochmal hier im Gebiet, ob hier noch irgendwas ist. Nee, da ist auch nichts, soweit wie ich sehe. Das ist irgendein Kampf. Da links ist eine, da ist noch eine. Ist das hier die nächste? Und auch noch hier. Auch ich kenne die Angst, meine Freunde. Ich hoffe es. Okay, zwei haben. Ah, doch, hier sind doch Mädels. Zwei haben wir noch. Das heißt, zwei müssen noch in der Toskana oder so sein. Ist auf einmal da. Grazie, Mama. Mama? Oh, Entschuldigung. Hast du den Verstand verloren? Entschuldigung. Es war nicht beabsichtigt. Ja, fall noch hin. Danke. Das bist du, mein Freund. Das bist du. Jetzt sind auf einmal Leute zum Anheuern da. Alter! Bitte tut mir nichts Gutes. Was für ein Bewegungslegastheniker. Und
die anderen Mädels sich mal ausruhen können. Wenn sie mir schon die ganze Zeit hinterhergerannt sind. Oh nein. Beginnen wir mit einer kleinen. Nenn mir einen Grund, dich nicht in die Zelle zu werfen. Schnappt sie euch! Es wäre jetzt nervig gewesen, sie anzugreifen, weil da jetzt noch gerade andere kommen. Du bist die Schönste der Welt, Bambina! Bambina! So, Nummer 27. Nummer 8. Ey, diese Sammelsachen, das ist so. Was für tolle Auslagen! Bronzo, was glaubst du, was du da tust? Was immer ich. Auch ich leide unter dem Schrecken, den diese Kreatur verbreitet. Aber wir sind in der Überzahl. Von ihm gesendet, um sie zu töten. Wir, jetzt geht's. Vor Lachen erröten, wenn ihre Leichen nach innen reinriechen, werden wir tanzen. Hört her! Oh. Meine Schöne, komm zu Papa! Okay, es dürfte dann hier, wie gesagt, die letzte sein. Wir werden noch mal gleich noch mal gucken. Fallen auch immer wieder drauf ein. Okay, ich gucke jetzt nochmal nur zur Kontrolle. Ich habe keinen Bock, da nachher eine halbe Stunde noch rumzurennen. Ne, das sieht safe aus. Das sieht richtig gut aus. Gut, dann würde ich sagen, da hinten. Und ich glaube, in die Toskana müssen wir. Sie ruft mich, ich muss los. Unserer Republik. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die sie für den Roten gelten. Doch nicht machen, was du willst. Was erwartest du von uns? Sollen wir dir den Preis für den größten Idioten? Ja, ich schubse aus Versehen jemanden, aber ein paar Meter weiter rennt ein Dieb. Als Folge einer Überflutung am Oberlauf des Arno. Hallo? Ich drück nach unten und auf R und er klettert nach oben. Ich habe echt nach unten gedrückt. Okay, andere Seite. Hübscher Hut. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Okay. Venedig war mal. Da war mal Roma. Toskana. Seit zwei Stück brauchen wir noch. Bei weißen Laken kann eine Akrobatiksequenz begonnen werden. Okay. Dann, ja, da ist noch eins. Okay, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Dann fehlt mir nämlich noch einer. Warum habe ich dann später wieder voll so Fandungslevel? Gar nichts gemacht? Was stimmt nicht mit euch? Okay. Seid vorsichtig, kommen Sie! Ha, bist du ein Gaukler? Willst du uns unterhalten? Ja. Zieh mal am Finger.
Okay. Gib mir einen Kuss. Okay, das ist der neue vorletzte. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Also auch im Nachbar. Ich sehe tatsächlich hier keinen aktuell mehr. Was für Gebiete haben wir denn? Wir haben Toskana, da sind wir gerade. Wir haben Florenz, da waren wir. Villa, gucken wir gleich nochmal. Aber da glaubt, da war nichts mehr. Paninien. Romaga. Nee, die Romaga, gucken wir nochmal. Pardon, ich wollte nicht respektlos. Kommt und holt euch die feinste Kunst. Hätte ich das eher gewusst, also wesentlich eher, dann hätte ich das schon immer noch nebenbei gemacht. Ja, wie gesagt, dann hätte ich das schon immer nebenbei gemacht. Wenn ich gerade in dem Gebiet bin. Roman. Also, guck mal, was da ist. Eine fehlt mir noch. Eine fucking Seite. Die nicht hier ist. In die Berge. Scheiße. Scheiße, das nervt mich gerade. Okay, wir gucken nochmal in Venedig. Ich mach mal einen kurzen Cut. Es war tatsächlich, oder es ist tatsächlich in Venedig noch, die eine. Ich hab sie gefunden. Du hältst keine Minute durch. Es ist tatsächlich in okay. Es kann ja so eine Weile dauern hier. So, die letzte Codex-Seite. Die letzte Seite. Also, ich war tatsächlich mitten in Venedig. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Okay, wir haben alle. Nice. Okay, dann zurück in die Villa. Wo ist Schnellreisepunkt? Da.
Verabscheuungswürdiger! Ihr bewacht eine leere Seite. Also eine leere Kiste. Okay, dann, was ist jetzt los? Zurück in die Villa. Akzeptieren. Das machen wir dann aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Feierabend einfach, und ich sehen uns, oder wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dann, ciao!